Vogelspinnen, wie zum Beispiel diese Eupala estrus campestratus, sind Gliederfüßer und zählen zu den Wirbellosen. Leider haben sie nach wie vor keinen guten Ruf, gelten sie doch fälschlicherweise als für den Menschen sehr gefährlich und aggressiv. Dennoch halten sie vermehrt Einzug in Terrarien. Der Vorderkörper der Vogelspinne, auch Carapax genannt, ist von einem Exoskelett umgeben. Auf diesem befinden sich ihre 8 Augen, trotz derer sie nicht besonders gut sehen kann. Die 8 mehrgliedrigen Beine sind paarweise angeordnet und ermöglichen der Spinne, sich schnell zu bewegen und auf vielen Oberflächen festhalten zu können. Der Hinterleib oder auch Abdomen ist vom Vorderkörper abgegrenzt und besitzt im Gegensatz zu diesem kein Exoskelett. Hinten befinden sich 2 Spinnwarzenpaare, mit denen die Vogelspinne Spinnseide produziert, um ihre Gespinste anzulegen. Die hier gezeigte Chromatopelma cyanopubescens ist für ihre sehr umfangreichen Gespinste bekannt und zählt zu den schönsten Vogelspinnen der Welt. Im Laufe der Zeit wird nahezu das ganze Terrarium mit einem dichten Gespinst bedeckt. Selbstverstecke werden, bis auf einen oder mehrere Zugänge, sorgfältig umsponnen. Dies ermöglicht der Spinne, sich bei Gefahr zurückzuziehen und aufgrund ihrer ausgeprägten Sensorik potenzielle Beutetiere frühzeitig zu bemerken und zu lokalisieren. Vogelspinnen sind Lauerjäger. Haben sie das Beutetier erst einmal lokalisiert, warten sie nur noch den passenden Moment ab, um blitzschnell und überraschend zuzuschlagen. Mit bloßem Auge ist dies teilweise nicht genau erkennbar. Bei erfolgreicher Erbeutung bohren sich die Beißklauen der Vogelspinne regelrecht in ihr Opfer, welches zusätzlich festgehalten wird. Dabei injiziert die Vogelspinne ihr Gift, das die Beute innerhalb weniger Sekunden tötet. Die Beißklauen sind beweglich, verhältnismäßig groß und sehr spitz, wie hier am Beispiel der Chromatopelma cyanopubescens zu sehen. Ein Biss von dieser wäre daher in jedem Falle schmerzhaft, jedoch nicht lebensbedrohlich. Die Stärke des Gifts ist allenfalls vergleichbar mit dem einer Biene. Nicht alle Vogelspinnarten produzieren ausgiebige Gespinste. Auch die Jagd und der Umgang mit der Beute unterscheiden sich, wie das Beispiel der Brachypelma albopilosum zeigt. Wie die anderen baumbewohnenden Vogelspinnen auch, ist die Poecilotheria ornata nur selten am Boden zu finden. Arten der Gattung Poecilotheria gelten als sehr selbstbewusst und haben ein verhältnismäßig starkes Gift. Obwohl von sehr schmerzhaften Bissen und deren Folgen berichtet wird, sind sie für einen gesunden, erwachsenen Menschen nicht lebensbedrohlich. Bringt man ihnen den nötigen Respekt entgegen, sind Vogelspinnen viel mehr faszinierend als gefährlich, zumal sie bei einer Bedrohung meist flüchten, statt anzugreifen. Dies war nur ein kleiner Einblick in die große Welt der Vogelspinnen mit ihren unzähligen farbenfrohen Arten und unterschiedlichen Lebensweisen.